Willkommen zurück zu einer weiteren alarmierend nervigen Folge Call of Duty Cold War. Freut mich, dass du da draußen wieder komplett genervt mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Nervenbündel, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr könnt gewinnen, und zwar dieses Spiel so ziemlich für jede Plattform. Einfach nur eine Bewertung dalassen, einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und für was ihr das Ganze haben wollt. So, und jetzt geht's weiter hier, nicht wahr, Woody? Mr. Woody? Sind doch alle tot. Ist doch alles easy. Alarm bitte abstellen. Alle tot. Alle eliminiert. Ist alles gut hier. Munition wäre noch ganz nett. Woods? Du alte Woods, weißt du ungefähr, wo eine Kiste Munition rumsteht? Denn ich könnte jetzt echt gut eine brauchen, bevor wir die nächste Welle Russen dezimieren müssen. Meister? Wo ist der hin? Oh, okay, vergiss die Munition. Wir brauchen schon Munition, wenn er sowas hier hat. Gute Idee. Ich fahre. Okay, du fährst. Ich hab Angst. Schnauze! Kommt der andere. Batz! Mal sehen. Zündung, Lenkung, Schaltung, Abfahrt! Guten Morgen. Pass auf, der Pisser kommt von rechts. Gott verdammt! Das nennt man Stadtsanierung, ihr Witzer! Komm schon, Baby! Haltet durch! Schieß weiter, ich suche einen Ausgang! Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Da, ich sehe den Ausgang! Wie geil, Leute. Ich drück aufs Gas. Ja, verdammt. Woods, hörst du mich? Wie ist die Lage? Trommel alle zusammen, Park. Das ganze Team. Hudson hat jede Menge zu erklären. Woods hat Spaß, Freunde. Woods hat richtig, richtig Spaß. Rotes Licht, grünes Licht. Ja, Sir, ich bin dran. Die Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wie man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 58 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet, die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal
überlasse ich dich, Woods. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Uralgebirge erwähnt, auf dem Yamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Yamantau, dachte Hudson und Weaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovic und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patzer erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Belikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Belikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Yamantau will, ich will es noch mehr. Das erste Gebäude liegt gleich hinter dem Kamm. Danke, Dimitri. Wir geben per Funk Bescheid. Woods, du weißt, was der KGB mit Doppelagenten macht. Nicht? Da! Wenn sie gewinnen, ist es das Erschießungskommando fast wert. Ich habe nur für eine Stunde Treibstoff. Also danach braucht ihr ein anderes Taxi. Dann mal los, Mason! Oh yes, endlich mal wieder Mason hier back in action. Und direkt haben wir die Zahlen aus Teil 1 gesehen. Aber ich glaube auch Bell wurde irgendwie manipuliert. Die reagiert nämlich immer auf Fernseher merkwürdig. Lass dich nicht durch den Gestank von billigem Wodka und Kaviar täuschen. Dimitri ist einer von den Guten. Er weiß, wo die Leichen im Keller liegen. Verdammt, er hat die Hälfte selbst vergraben. Das sind immer die Besten, ne? Das sind immer die Besten, die die Leichen haben. Boah, sieht das geil aus. Leute. Kleinen Blick hier auf die Berge. Schick. Sehr, sehr schick. Auch der Schnee und so, das sieht schon alles sehr, sehr fett aus. PlayStation 5 eben. Macht Spaß. Bin total froh, so eine zu haben. Achtung. Aufklärer auf dem Kamm. Wir sollten sie ausschalten, bevor wir uns weiter nähern. Ich mach den hier. Guter Schuss. Wow, der war nice. Nicht schlecht. Weiter jetzt. Da ist wieder ganz schön rumgespritzt. Du nimmst den einen Flachwichser, ich den anderen. Kann man sich eigentlich hinlegen? Yes, geil, Mann. Achtung. Guter Schuss. War das nicht drei? Oder ist der eine hier weggesippt? Scheiße, sieht brisant aus. Aber was gut genug für die Russen ist. Was ist mit dem da drüben? Du gehst zuerst. Wirklich, Kumpel? Okay, bereit? Zeit, dem Ivan einen Besuch abzustatten. Kauabanga! Siehst du? Kinderspiel. Diamati ist geil, ne? Das alte Satcom-Gebäude. Sieht aus, als hinge es am seidenen Faden. Kann ich eigentlich noch ein bisschen reinzoomen? Okay, wir schießen mal noch nicht. Ich bin immer so killfreudig. Nennen wir es mal killfreudig. Aber meistens lieber ein bisschen cool bleiben. Wir haben Scharfschützen. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. Unten bleiben, außer Sicht. Den hier hole ich. Kann ich ihn auch von hinten messern? Oh. Nicht gut. Guter Abschuss. Sind noch mehr zu sehen? Dann mal los. Und schon haben wir Terror, oder? Obwohl... Doch, wir haben Terror. Wir haben Terror. Guter Schuss. Wir haben Terror. Sie
Ziel erledigt. Bam, zwei auf einmal. Jason, geh in Deckung. Alter. What? Woods, wo? Ach, hier liegt der. Alter, was ist das denn für ein Killer? Ich dachte, es wäre eine Leiche. Das alte Satcom-Gebäude steht nach all diesen Jahren. Ey, ich rotze die jetzt hier weg. Gerade so. Guter Abschuss. Drauf gepupst. Ist doch viel besser so. So, hier. In Deckung. Scheiße, ich krieg ihn nicht. Mason, schalte du ihn aus. Easy. Ziel erledigt. Mason, geh in Deckung. Viel angenehmer so. Obwohl, wo ist denn hier noch einer? Irgendwo ist noch einer. Woody? In Deckung gehen. Alter, der haut hier aber auch fies rein, ne? Hier war noch einer. So, dann ist irgendwo noch ein Sniper-Doodle. Nutze die Deckung. Ich glaube hier, gegenüber. Woods, du bist im Weg. Scharfschütze ausgeschaltet. Guter oh Schuss. Gott, die Scharfschützen sind echt assi. Moin. Sniper behalten. Ich glaube, das war's. Verdammt. Ich nehme den Krieg mit. Sieh dir diesen Ort an. Sie bereiten den Hauptrichter zur Mason. Ausgrabungsstätte 7. Wir sollten uns bewegen. Jetzt verlier bitte nicht den Verstand, okay? Ich würde es auch geil finden, wenn sie Black Ops 1 nochmal komplett remaken würde, wie halt die Modern Warfare-Spiele. Würde ich mega geil finden. Weil ich finde immer noch, Black Ops 1 hat einfach alles. Das ist so ein unglaublich geiles Spiel. Einer der besten COD-Teile. Für mich vielleicht sogar immer noch die Nummer 1. Also von der Kampagne her, Zombie-Modus her, alles geil. Obwohl ich auch sehr gerne Black Ops 2 mochte. Fand ich auch noch richtig gut. Dann World at War, auch mega gut. Granate! Und Ding. Autsch. Scheiße, brauche Deckung! Und AW. AW ist für mich eh das unterbewertete Zombie. Ja, auch Zombie, aber auch die unterbewertete Story, weil AW hat so eine bombengute Grafik. Besonders halt, wie die Schauspieler aussehen. Das ist so heftig. Stellenweise konnte man nicht mal mehr sagen, ist das jetzt echt oder animiert. Einfach unglaublich, was sie da gezaubert haben. Das Spiel ist ja auch schon wieder irgendwie 6 Jahre alt oder so. Und dafür sieht das halt schon sehr, sehr böse aus. Im positiven Sinne. Und der Zombie-Modus hat richtig Bock gemacht. Auch wenn ihn jeder gehasst hat, aber ich finde, Zombie-Modus mit Jetpack ist geil, Mann. Das Movement war einfach gut. Weiter geht's. Da ist ja auch noch einer. Der Mann hinter dem Gabelstapler. Klausi. Das ist der Endzeitbunker. Wir nähern uns dem Hauptrechnerraum. Wir angeln uns am Kabel lang. Warte, ich schau mal ganz schnell noch hier die Tische an. Secret stuff, maybe. Very close. Nee, okay. Aber hier kann man doch hoch. Warte mal. Weil ich will auf jeden Fall die Nebenmission auch spielen. Aber im Moment kommen wir nicht an das Whiteboard. Wir schlittern ja hier von einer Mission in die nächste. Unangenehm viele Sniper hier wieder am Start. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja. Scheiße. What? Wie er es einfach wegsteckt, ne?
Er steht auf, schüttelt sich zweimal und bam. Amerika. Mason, wie ist dein Status? Hab meine verdammte Waffe verloren. Nächstes Mal gehst du vor. Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Verstanden. Woods. Ah, klasse. Oh, verdammt. Jetzt bin ich ganz alleine nur mit einem guten alten Messer. Das gute alte taktische Messer. Easy, Mason, easy. Reiß dich zusammen. Verdammt, ist das kalt. Okay, das sieht ganz schön übel hier aus. Zombie-Modus. Klarer Fall von Zombie-Modus. Это место было заброшено после схода лавины. Но я слышал, что при раскопках... На мне нужно подкрепление! Стреляю! На тол... Natürlich kommt da wieder direkt einer um die Ecke. Egal, ich hab ne Knarre. Tja, das war's mit dem guten alten Messer, Lee. Hier gibt's keine Daten, oder? Was ist das hier? Nee, nur Licht. Was ist das? Das ist Licht. Das ist Licht, Genosse. Warum ist die Hauer denn so eine abartig geile Shotgun? Er ist mit einer der geilsten Waffen, finde ich. Auch im Zombie-Modus. Die Hauer ist so extrem gut. Überall tiefgefrorene Leichen. Einmal. Kontakt. Wir haben Kontakt. Auf Wiedersehen, mein Freund. Oh, wow, 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 ihr wollt Action machen, ha? Mason, hörst du mich? Mason, kannst du mich hören? Ja. Ich höre dich. Du musst in der Nähe sein. Ich kann dich hören. Ich frage mich, was sich damit öffnen lässt. Ein Waffenschrank? Finde ich eine Raygun? Aber wo könnte der Waffenschrank sein? Okay, warte mal. Hier geht's weiter. Nicht zu schnell. Hier den Tisch nochmal untersuchen. Schwupps. Nee, hier ist alles düster. Hier ist auch kein Waffenschrank, oder? Die hier? Nee. Nee, leider nicht. Es ist hier drin dunkel. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wo der Waffenschrank sein soll. Wird schon schief gehen. Geheime russische Waffen. Alright, was ist das hier? Das öffnen? Ich glaube nicht. Hier drüben! Woods, endlich! Bei deinem Lärm ist es ein Wunder, dass uns noch nicht die ganze Sowjetunion am Hintern hängt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, Woods. Du warst fleißig. Dafür werde ich bezahlt. Hier drin schief. Hier drin schief? Wer hat das denn gerade gesagt? Hier drin schief. Mason, an den Sucher. Suche nach was zum Heben. Aber ich suche einen Waffenschrank. Möglicherweise gibt es hier eine ultimative Waffe. Verdammt.
Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Hier? Wenn ich diese Karte richtig lese, musst du ein paar Grad zu deiner Linken schwenken, weiter nördlich. Okay, Ausgrabung. Wenn du mich fragst, sind sie nicht nur wegen des Hauptrechners hier. Na, hier unten wird gebuddelt, hier geht's in den Underground. Weiter nördlich. Steiner hat an allem möglichen verrückten Scheiß gearbeitet. Diese Nova 6-Sache war nur die Spitze des Eisbergs. Stimmt, Nova 6. Sie packen zusammen und bereiten sich auf die Abreise vor. Was hier drüben? Da, was ist das? Bingo. Laut der Karte steht der Kran über dem Atrium. Und damit einen Steinwurf vom alten Computerraum entfernt. Da ist ein großer Kran im Westen der Basis. Mach deine Winde bereit. Das muss es sein. Sie haben einen Kran wie einen Helikopter. Sorry, kann dich nicht verstehen. Gut, Leute. Action in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Mason, kletter das Kabel runter.